Hallo, wie geht's? This is Welch ASMR 82. Hey, how you doing? And in today's video, I'm going to read this trashy magazine auf Deutsch. So as you know, I am from Wales. Ich bin aus Wales und ich lerne Deutsch. So, I thought it was a good idea to read some German. And that's what we're going to do in today's video. I hope you like my accent and pronunciation of German. Helen Fischer, einsam und verzweifelt. Sie kann einfach nicht mehr. Prinzessin Estelle, süße Fotos, Kinderglück im Schnee, Marianne und Michael, Tränendrama, die Angst lässt ihn nicht mehr los. Und natürlich, Harry ist am Ende, Herzogin Meghan, heimliche Tochter, das Kind, von dem niemand wissen darf. Großes Rezepte extra, knackiges Wintergemüse und leichte Obstkuchen. Steffi Graf. Es lebe die deutsche Gemütlichkeit. Exklusiv. Auch in ihrem amerikanischen Zuhause erinnert alles an die Heimat. Seit Jahren wohnt Steffi in Andres Heimat. Ihre deutschen Wurzeln hat sie aber nie vergessen. Fünf Schlafzimmer, Spa, Fitnessstudio, ein Pool. So luxuriös wohnt Familie Graf. Vor allem die dunklen Holzmöbel sind ein absoluter Blickfang in der großen Villa. Das große Bett ist typisch amerikanisch, aber kleine Akzente sorgen für die deutsche Gemütlichkeit. In so einer großen Küche lassen sich hervorragend Familienessen zubereiten. Viva Las Vegas? Na schon, doch dann kommt das Aber. Obwohl die Wüstenstadt in Nevada, USA, schon lange das Zuhause von Tennis-Idol Steffi Graf ist, 53 Jahre alt, fühlt sie sich Deutschland noch sehr verbunden. Vielleicht erinnert deshalb alles in ihrem amerikanischen Haus an die Heimat. Es lebe die deutsche Gemütlichkeit. Die ersten Strahlen der morgendlichen Sonne von Sin City, Deutsch Sündenstadt, fallen durch die großen Fenster im Schlafzimmer. Zaghaft öffnet Steffi ihre Augen, schaut zu ihrem noch schlafenden Mann, André, 52, und muss lächeln. Kurzerhand wird sie sich etwas über, geht nach unten. Auf dem Weg zur Küche kommt sie an einem der Wohnzimmer vorbei.
Die 23-Jährige muss schmunzeln. So eine Polstersitzgarnitur gab es schon bei ihrer Oma zu Hause. Dazu die dunklen Holzmöbel und warme Sandtöne. Da kommen Erinnerungen hoch und draußen die dünnsten Sonne. Fotos der Woche. Dominik Davenport, so viel Bein. Was für eine wahnsinnige Kulisse. Schauspielerin Dominik Davenport, 26, als Kaiserin in der Serie Sissi auf RTL Plus. So viel Bein zu zeigen, gehört sich als Adlige aber nicht. An ihrer Seite sitzt Marie-Sophie von Reibnitz, 29, und tut es ihr gleich Spaß, haben sie. Marie-Lucy Marianne, so ein Schreck. Eigentlich wollten die beiden Schauspieler einen Kinoabend in Hamburg genießen. Offenbar haben sie aber nicht genau nachgesehen, welcher Film gezeigt wurde. Vor lauter Schreck warfen Marie-Louise Marianne, 82, und Bill Mockridge, 75, ihr Popcorn in die Luft. Staubsaugen bitte. Instagram-Foto der Woche. Nanu, wer ist denn hier unverhofft zum Strudelpeter geworden? Wir sehen eine lachende Marele Höpner, 45. Die verzweifelt versucht, ihre wilde Männer in den Griff zu bekommen. Doch die Moderatorin hat offenbar so dickes Haar, dass das gar nicht so einfach ist, nur mal mit der Bürste schnell durch, das könnte schwierig werden. Gute Laune macht das Bild so oder so. So viel Regen. Just like here in Wales. Den Schirm hat die Schauspielerin schon mal aufgespannt. Bloß nicht nass werden soll wohl auch ihr vierbeiniger Begleiter. Mit gelbem Hundefriesenerz und regenfesten Puschen geht es durch die Straßen von New York. Jetzt mal ihr ehrlich, ist Kirsten Davis, 57, wirklich so regenschön? Keine Sorge, hier handelt es sich nur um eine Szene aus der TV-Serie And Just Like That. So süß. André Rieu, so viele Talente. Jeder weiß, dass er ein hervorragender Musiker ist. Doch André Rieu, 73, hat noch mehr Talente. Seit Corona bin ich auch Bäcker. Aber vorher war ich auch der Koch, verriet er einst. Und auch handwerklich scheint der Walzerkönig begabt zu sein. Wie es mit diesem Bild von sich auf einer Leiter bewies.
Die Familie macht Urlaub im Schwarzwald. I've been on holiday in the Schwarzwald. It was my first holiday abroad, actually. Das war mein erster Urlaub in Deutschland. So mega hier, findet Daniela Katzenburger, 36. Als sie allerdings mit Ehemann Lukas Kodalis, 55, auf einem Schlitten den Berg hinunterfuhr, kreischte sie lauthals, ob die Katze das mehr als einmal mitgemacht hat, wahrscheinlich nicht das Rodeln überlässt sie dann wohl doch lieber Töchterchen Sophia. 7. Kurz und knapp News zum Mitreden. Endlich wird sie Oma. Demi Moore, 60. Hollywood-Star Demi Moore freut sich. Sie und ihr Ex Bruce Willis, 67, werden Oma und Opa. Ihre älteste Tochter Homer, 34, ist schwanger. Die Baby-News verkündete Homer auf Instagram mit ihrem Freund Derek Richard Thomas. Und dreifach Mama Demi jubelt. Meine heiße, verrückte, ihre Oma-Ära beginnt. Neue Ehre als Oberst. Camilla, 75. Große Ehre für Königsgemählin Camilla, ihr Gatte König Charles, 75, ernennt sie zum Oberst der Grenadier Garde, zum Colonel of the Grenadier Guards. Diesen hohen Posten hatte zuletzt sein Bruder Prinz Andrew, 62, inne, der wegen seiner Verwicklung in den Sexmissbrauchskandal um Jeffrey Epstein alle seine militärischen Dienststränge verlor. Gut. Liebeserklärung. Eros Ramazzotti, 59. Eros Ramazzotti nennt seine Ex-Frau Michelle Hunziger, 45, seine große Liebe. Das gestand er in der italienischen Show Domenica in. Das innige Verhältnis der beiden sorgte schon oft für Liebesspekulationen. Michelle war im letzten Sommer sogar in einem Musikvideo des Sängers zu sehen. Max Schautzer, Reise in dein neues Leben. Einstieg N, bitte. Noch einmal kurz prüfen, ob der Zug auch wirklich auf dem Gleis abfährt. Ach, da steht er ja schon. Ausnahmsweise startet die Zugfahrt pünktlich. Mit flottem Schritt eilt der TV-Star in Richtung Bahnsteig Nummer 6 zum Zug nach München. Nun aber schnell, kann ja keiner ahnen, dass der Zug in Richtung München an diesem Tag ausnahmsweise pünktlich ist. Und so eilt Max Schautzer, 82,
mit flottem Schritt zum Bahnsteig Nummer 6. Schon ruft der Schnaffer, einsteigen bitte. Er lächelt, nun nimmt der TV-Star rechtzeitig auf seinem Sitzsack Platz. Für Max Schulze ist die Reise erst nach München und dann weiter ins Winterparadies Kitzbühel mehr als ein Ausflug. Es ist eine Reise in ein neues Leben, ohne seine geliebte Ehefrau, ohne seine Gundel 76. Er musste lernen, sich zu organisieren. Ein Jahr ist ihr Todestag nun her. Für Max Schautze ein Jahr zwischen Tränen, Trauer und dem Versuch, weiterzumachen. Es ist nicht leicht, erzählt er neue Post. Aber ich darf nicht aufgeben. Ich muss lernen, ohne meine Frau meinen Alltag zu meistern. Tapfer lernt er, seine Tage und Termine alleine zu organisieren. Oh. Schönheitsrezept Sylvie Mais zwischen Bussi und Botox. Guten Freunden gibt man ein Küchen und danach noch eine Botox-Spritze. Moment mal, so geht der Spruch doch gar nicht. Naja, bei Sylvie Mais schon. Praktischerweise ist die beste Freundin der Moderatorin auch ihre Schönheitsärztin. Erst wird geplaudert, dann verjüngt. Im Internet dokumentiert Sylvie stets, wie eng sie doch mit Dr. Amy Arpa, einer ästhetischen Dermatologin mit Praxis in Berlin, befreundet ist. Sie unternehmen Mädels-Trips nach Paris, schminken sich zusammen, lachen und plaudern. Und nach dem Kaffee-Latsch geht es manchmal auf Dr. Emmys Behandlungsstuhl für die ein oder andere Unterspritzung. In den Wangen, im Kinn, in der Lippe, so Sylvie, danke Freundin für deine Vertrauen. Kann die Ärztin da nur schwärmen, so makellos schön wie ihre Gesichter. Ist auch ihre Freundschaft. I will carry on with this in a future video. But we've come to the end of today's. If you enjoyed the video, click like and also drop me a comment, particularly with any advice on my pronunciation. But also to tell me that you'd like me to continue with this book next week. Okay, danke schön, danke, danke. And I'll see you very, very soon with another ASMR video auf Deutsch.